Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Und wir schauen mal weiter, was es hier noch so gibt. Versailles, 4. Juni 1793. Ah ja, stimmt, genau. Wir wurden ja in der letzten Folge rausgeschmissen. Aus der Assassinenbruderschaft. Und der Wein ist auch noch alle. Aber viel schiefer kann es ja nicht mehr gehen. Nein, nein. Wo ist sie? Brasserie Garçon. War das letzte Nacht? Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da haben wir wohl ein wenig zu tief ins Glas geschaut. Und da kommt auch schon der Flashback 12 Stunden früher. Mach, dass du hier rauskommst. Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Schlag dich tot! Durchbruch ihn von der Seite! Er wird müde werden! Weiter zurück! Wer auf deine Leiche pisst! Schlag dir die Visage zu breit! Du bist erledigt! Geht in seinen kurzen Winkel! Oh Mann. Das schwankt aber schon ganz schön, das Bild. Ja, du kriegst, was du brauchst. Hättest mit deinem adligen Freund fliehen sollen, Verräter. Jawohl. Nee, das ist eine Initiates-Truhe, ne? Ja, dafür muss man Initiates Level 11 sein. Was natürlich nicht funktioniert. Zum Teufel. Verdammter Gemäßigter. Komm her. Was natürlich nicht funktioniert bei Ubisoft. Bitte fixen. Und zwar schnell. Oh Mann. Aber hin kriegen wir besoffen noch ein Schloss geknackt. Sehr schön. Hui, alles dreht sich.
Und was haben wir jetzt da verloren? Naja, erstmal ein Ladebildschirm. Gut, gut. Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Okay, dann schauen wir mal. Wir sind natürlich in unserem alten Zuhause. Was verfluchter Latusch! Ich war gestern in deiner Schenke. Gut, gut. Verdammter Latusch! Latusch! So. Ich hoffe doch, wir bekommen bald unsere Uniform zurück, damit wir wieder Paris unsicher machen können. Sieht aus, als hätte es hier einen Kampf gegeben. So, Moment. Dann mal hier, so. Zack. Zack. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters, habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Und wieder ein Ladebildschirm. Yay! Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Nicht, alter Mann. Na toll, gegen drei Stück, vier Stück. Nächster bitte. Komm her, du kriegst auch, was du brauchst. Okay. Dann müssen wir wohl diese Typen finden und uns unsere Uhr zurückholen. Du, wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück. Na toll. Müssen wir dem jetzt echt hinterherlaufen? Und das besoffenen Kopfes. Na gut. Hallo. Hä, was soll denn das? Hallo? Lauf doch mal. Hör auf, das Adlerauge anzumachen. So, geht doch. Ich dachte, der Herr. Will meine Uhr zurück, du Vollpfosten. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Okidoki. Gut, gut, Ladebildschirm.
Okidoki. Komm schon, komm schon. Oh, da vorne ist es so hell. Packt alles ein. Besser als den Bauern hier Kupfer zu stehlen, was? Schön. Ich habe Besseres zu tun. Ich bitte dir doch nicht zu sehen. Alter Patriot! Still! Lass dich ausbluten! Still! Gut, gut. Du bist als nächstes dran. Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. Du hast mal bitte auf, in die Ecke zu pinkeln. So, okay. Du hast einen ganz schönen Anruf für uns. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlimmer. Kommen wir überhaupt hier unten weiter? Nein, natürlich nicht. Hey, wir sind. So, sehr schön. Tafelsilber! War das eine gute Idee, oder was? Ist da irgendjemand? Nein, Quatsch, hier ist keiner. Ist er wirklich? Ach, was soll's. Genau, was soll's. Ich brauche eine Hure. Jemand hat Saint-Pierre kalt Sie gemacht. Haben Maro erwischt. Moment. Okidoki. So. Da kommen wir nicht rein, also müssen wir wohl oder übel hier lang. Teufel, ist das Lerz? Sieht so aus. Okay. Ich opfere dich, Mane! Schön, dass wir das geklärt hätten. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Ah ja, genau, das ist der Flur, ne? Ich komme wieder, so, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Und Arno? Keine Atemfolge, ja? Ja, Vater. So, sehr schön. Meisterhafte, perfekte Parade. Und da liegt hoffentlich unsere Uhr.
das ist natürlich... Arno. Wird nicht damit fertig. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Okay, am Tiefpunkt, jawohl. Wie wäre es, wenn wir unsere Uniform wieder anlegen? Das wäre doch schon mal ein Anfang, um wieder aus diesem Tief rauszukommen. Und natürlich ein Ladebildschirm, der ist doch obligatorisch mittlerweile. Nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus. Latouche. Okay. Ein einmaliges Attentat. 1, 35 Wachen, 10 Verstecke. Gut, gut. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ihr kommt hier ein Knaller! Undankbar!
Okay, wir müssen definitiv anders an die Sache rangehen. Aber vermutlich werden wir das auch erst in der nächsten Episode machen. Ich sehe nämlich gerade, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Kommentar und oder eine Bewertung da. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Episode wieder. Ich sag mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.